Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Bomber Crew. Heute machen wir wieder mit den nächsten Mal normalen Missionen weiter und ja, dann legen wir sofort los. Wäre die Triebwerkfabrik oder die Baustelle? Dann nehmen wir die Baustelle erstmal. Unsere Leute schon erstmal nachladen und dann geht's auch schon los. Die Funktion, die ich hier angeklickt habe, ist mit dem letzten Update dazugekommen. Es ist eine Funktion, um den Piloten auf seinem Platz zu halten, dass man den ja, nicht mehr rumbewegen kann, da es scheinbar vielen Leuten passiert ist, dass sie den Piloten aus Versehen irgendwo wegbewegt haben und das Flugzeug dann runtergefallen ist. Das wollen die damit beheben und ja, wenn die Funktion schon verfügbar ist, profitiere ich auch davon. Dann sollte man auch schon von profitieren. Dann kommen wir auch nicht in die Gefahr, dass es uns mal passiert und wir deswegen unser Flugzeug verlieren. Das wäre minimal suboptimal. Kaum über französischem Festland und schon trifft man wieder auf die Gegner. Kann man nicht sein. Dann nix wie weg damit. Die automarkieren Fähigkeit an, dass wir auf keinen Fall verpassen, jetzt die Bombe abzuwerfen. Und da ist das Ding jetzt runtergegangen. Und hat die Baustelle dann voll beschädigt. So, jetzt hin zum Boden. Nachlass tut er noch nicht, aber hier vorne unser White muss gleich ins Foto schießen. Gehen wir um und nix wie zurück zu unserem eigenen Territorium. Den hier habe ich wie immer vergessen wieder hochzunehmen. Fokus, Fokus, Fokus. Oh Scheiße, da kommt jemand von unten. Da ich den Fokus von ihm noch durchlaufe, dann ziehe ich ihn wieder hoch. Auch einen relativ guten Job macht, ich finde. So, aber jetzt muss er wieder hochkommen. Na, ja. Geht der Beweis noch mehr, wenn die Schützen endlich mal was treffen würden. Ja, leider auch nicht immer.
dann jetzt wieder zurück zur Basis. Wir waren es gerade wieder, wie ich gehört habe, eines unserer Systeme ausgefallen ist, aber ja. Es wäre eigentlich relativ egal, aber ich mache es aus Prinzip einfach mal, dass ich das reparieren lasse. Na, da ist auch schon die Landebahn. Ui. Na doch, der Pilot setzt das Ding jetzt ordentlich auf. Jetzt schon fast Angst gehabt, dass das Ding jetzt krumm reinkommt. Aber hat auch ganz gut funktioniert. Damit haben wir die erste Mission für heute abgeschlossen. Gut, Cash, gute Erfahrung mitgemacht. Pilot hat jetzt auch die Fähigkeit Mager freigeschaltet. Aber muss nicht unbedingt sein. Aber wir haben das Radar MK3 freigeschaltet. Dann würde ich sagen, verbessern wir das auch. Die Crew müssen wir jetzt noch nicht. Soll ich sagen. Oh, das sieht schön aus. Ich das mal drauf, mir gefällt das relativ gut und dann wollte ich ja noch das Radar machen. So. Dann haben wir jetzt schon wieder fast kein Geld mehr. So wie man es kennt. Das heißt, die Ausrüstungsregale müssen auch noch ein bisschen warten. Geschütztürme sind jetzt eh nicht so wichtig, wie ich finde. Die paar DPS mehr können wir uns auch sparen. Die hier wären zwar interessant, haben aber keinen Autoloader drin. Also lasse ich das erstmal sein. Würde ich vorschlagen, wir haben Bug Mitte einen größeren, dann nehmen wir hinten auch einen größeren mit. Haben wir Fallschirme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir haben jetzt für jeden und unseren Crewmitgliedern einen Fallschirm dabei. Und somit können wir, falls wir das Flugzeug verlassen müssen, werden die zumindest den Sturz auf dem Boden überleben. Jetzt haben wir zweimal die gleiche Mission. Okay, einmal mit mittlerer Dauer, einmal mit kurzer Dauer. Nehme ich mal die mit mittlerer Dauer und wir haben feindliches Ass im Missionsgebiet. Ist natürlich nicht so gut. Hoffen wir, dass das dass wir den Affen erfolgreich bekämpfen können und dann auch somit noch ein bisschen Bonus-Cash abgreifen. Ach, der Felix dieses Mal. Oder sind wir schon auf den getroffen? Eigentlich eine gute Frage, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ach, da ist auch schon die erste Abschussbasis. Ich glaube, ich werde den Mechaniker dann auch gleich die Rolle vom Frontalschützen übernehmen lassen. Einfach, dass wir da auch jetzt mal den gewissen Schutz haben vor Fliegern. So. Haben wir jetzt zwar keinen Turbo-Modus mehr, aber das ist relativ egal.
eine V1-Rakete da gestartet ist auch. Jetzt haben wir ja das Glück und schießen hier runter. Ne, sieht nicht so aus. Tja, dann geht's jetzt daran. Alle Basen kaputt zu machen. Vergessen die Bombe auszuwählen, das ist mir auch schon öfters passiert in meinem privaten Spielstand, weil ich mich dann auch einmal gefragt habe, warum die Bombe nicht losgeht. Also immer dran denken, die Bombe auszuwählen, und dann dran denken, auf Abwerfen zu klicken. Los geht's, dann machen wir jetzt mal den Felix kaputt. Der braucht neue Muni. Du kommst jetzt mal hierher wieder. Den brauche ich nämlich jetzt, um Turbo-Modus zu machen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob ich das Risiko eingehen soll, den Fotopunkt mitzunehmen oder nicht. Na komm. Was soll's? Wer nichts wagt, wer nichts gewinnt, ne? Hier an der Seite könnt ihr auch den HP-Balken von Felix beobachten, falls euch interessiert. Dann jetzt gleich hier das Foto machen. Und dann schnell mich umdrehen. Sieht ja momentan noch gar nicht so schlecht aus mit dem HP-Balken von Felix. Wie scheint mir der ja vielleicht drauf zu gehen. Oder verpisst er sich jetzt, weil er Angst hat? Ja, gut, da ist er weg. Da ist Felix jetzt, da wo er hingehört. Jetzt in der ganzen Eile vergessen, die Flugzeuge zu markieren, die mir da entgegengekommen sind. Das liegt auch höchstwahrscheinlich wohl daran, dass ich vergessen habe, die Flugzeuge zu markieren, weil ich meinen Funker nicht dabei hatte und ohne Funker wird mir nicht angezeigt, wo die Gegner überhaupt sind. Da ist zwar irgendwas, aber ich glaube kaum, dass der sich traut, hier in die Nähe vom englischen Festland zu kommen.
dann geht's jetzt ab nach Hause mit dem Ding. Hat sich da gerade nicht wirklich getraut. Ganz komisch, das da. Und dann auf keinen Fall vergessen, das Fahrwerk auszufahren. Ist mir auch schon mal in meinem privaten Spielstand passiert. Und ich sag's mal so, ist nicht so gut ausgegangen. Wie ihr euch sicherlich denken könnt. Ja, wie gesagt, das Fliegerass besiegen gibt gutes Cash. 3000 ist jetzt das erste Fliegerass, kommen noch ein paar mehr, wie ich auf der Tafel gesehen habe und auch im privaten Spielstand kennen. Aber sonst muss man sagen, wirklich gute Ausbeute für diese Mission. Mehr als 8000 Pfund und eine ordentliche Menge an Erfahrung dabei rausgekommen. Überall neue Level, aber hat scheinbar nichts an den Fähigkeiten der Crew geändert. So, bauen wir das Flugzeug noch. Eventuell auf. Na, mit den dickeren Motoren. So. Geschütztürme haben wir eh eigentlich. Was Gutes drin. Hier unten könnte man noch ein bisschen was Besseres reintun. Sehe ich aber momentan den Grund zu. Hier oben haben wir das Beste drin. Hier vorne zwar nicht, aber ja, wird eh nicht so oft benutzt. Wobei, können wir mal ein MK2 einbauen. System haben wir auch überall das Beste drin. Hier könnten wir eigentlich noch einen dritten Slot gehen oder vielleicht könnten wir auch anfangen, den Rumpf zu panzern. Noch weiter. Vielleicht hinten das Heck ein bisschen panzern. Unsere Schützen. So. Okay. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Heute dann zwei Missionen abgeschlossen. Schau mal, ob wir nächstes Mal dann die Hauptmission angehen. Und ja, dann hoffe ich, hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.